Aber ich sehe nicht wirklich was. Das ist ganz doof. Jetzt wird Tag. Gucken jetzt mal, wo sich das rumtreibt. Okay, da ist ein Creeper. Der bombt mir mein Haus weg. Das fände ich dann nicht so toll. Gut. Warten wir jetzt einfach noch einen Augenblick. Das ist ganz schön blöd, hier zu warten immer. Haben wir 12 Stück. Da brauchen wir noch ein bisschen was von. Dann schon mal überlegen, wie wir das Haus dann gestalten. Erde haben wir auch mehr wie genug. Verrottetes Fleisch. Das will ich jetzt ausprobieren, ob man das essen kann. Ja, kann man. Oh, okay. Was ist nur kaputt? okay, ich regeneriere auf jeden Fall. Das habe ich noch nie gegessen, also das habe ich noch nie probiert. Was das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Das werde ich nachher mal nachlesen. Was das damit auf sich hat. Auf jeden Fall scheint man wohl Mundgeruch oder irgendwas zu bekommen davon. Aber dann nehmen wir das auch einfach mal mit. So, jetzt dürfte es aber wirklich langsam mal hell werden. Das ist ganz schön nervig, dass die Nächte immer so lang sind. Ist gerade nix. Ah, es wird hell. Es wird endlich hell. Warten wir noch den Augenblick und dann gehen wir mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Kühe erledigen. Auf dem Weg zur Höhle. Dass wir uns dann noch ein bisschen Rüstung machen können. Werkbank nehmen wir mit. Dann bauen wir uns dann in der Höhle alles auf, was wir brauchen. Ein paar Vorratskisten. Werkbank. Gucken wir dann mal. Das sieht ja irgendwie schon cool aus. Mit dem Schneegebiet. Das sieht schon eigentlich recht nett aus. Irgendwie. So, jetzt wird hell. Endlich ganz hell. Damit ich hier raus kann. Ich will hier nicht warten. Hier ist ein Skelett ums Haus. Tja. So, jetzt wird hell. Sonne, komm, hopp, hopp. Gut, jetzt gehen wir trotzdem mal raus. Jetzt hauen wir das eben um. Wo bist du? Wo bist du? Da ist es. Es brennt schon. Das ist ja schon mal gut. So, wir haben Pfeile. Müssen wir uns mal einen Bogen machen. Demnächst. Da brauchen wir, glaube ich, Spinnenseide für. So, dann laufen wir jetzt mal zur Höhle. Gucken, ob wir unterwegs irgendwas finden. Kühe oder so. Aber die scheinen. Doch, da unten ist eine. Ach, dass die mal wegrennen. So. Da ein bisschen was. So, und dann gehen wir weiter. Da noch irgendwo eine Kuh? Nö. Da ist noch. Mu, ja, hier ist irgendwo noch eine Kuh. Die suchen wir mal. Da oben war eine. Jetzt erstmal das Zeug hier noch mitnehmen. Da ist irgendwas ins Wasser gefallen. So. Dann gucken wir mal, wo sich die muhende Kuh versteckt. Da hinten. Komm her. So. Haben wir die auch. Dann haben wir ein bisschen Fleisch. Das ist schon mal gut. Bis jetzt nur drei Leder, das ist nicht so wirklich viel. Da ist auch noch eine. Auf dem Baum. Komm da runter. Mist. Kommen wir so nicht hoch. Ah, sie kommt runter. Mensch, bleib doch mal da. Jetzt fällt die ins Wasser. Springen wir hinterher. So.
Die auch. Können wir uns vielleicht gleich mal Einrüstungsteil machen. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal zur Höhle. Die war da, oder? Ja, das sieht auf jeden Fall mal richtig aus. Dann gehen wir jetzt erstmal hier oben weiter. Da waren wir das letzte Mal ja schon. Aber eben noch nicht weit. Ich würde hier einfach noch mal ein bisschen mehr Licht machen. Mir ist das hier noch ein wenig zu dunkel. Da noch. Ich bin immer sehr verschwenderisch mit Fackeln. Ich mag das, wenn es überall hell ist. So. Und bis hierher waren wir ja schon. Und da hatten wir letztes Mal Begegnung mit einem Skelett. Ja. Solange die uns nicht irgendwo runterkicken. Oh mein Gott. Gut, das geht tief runter. Das ist ja cool. Gut, dann schauen wir jetzt hier mal. Das ist auf jeden Fall coole. Kohle und ein Haufen Kies. Und noch ein Aufgang. Das ist ja krass hier. Also die Höhle ist wirklich riesig. Also ich taste mich jetzt hier einfach mal vor. Und höre. Oh, das. Okay, das war irgendwie wohl eine Spinne oder so gerade. Das ist eine Spinne? Wahrscheinlich. So, das Eisen nehmen wir jetzt trotzdem mal mit. Ja, die hört sich ja fies an. So. Das war's an Eisen. Das, ja, hört sich wirklich nach einer Spinne an. Und nach einem Zombie. Und da oben ist ein Zombie. Das ist ein Zombie, oder? Oh, das sind mehrere. Ach du Kacke. Das ist ja... Aber die scheinen nicht hierher zu kommen. Wenn wir die so umhauen. Da ist das so hell. Ist das total hell da hinten? Hier ist irgendwo eine Spinne. Wahrscheinlich geht das da irgendwie noch nach oben oder so. Da hinten scheint es ja wieder rauszugehen. Okay, wir nehmen jetzt trotzdem erstmal hier die Kohle mit. Ah, wir nehmen jetzt mal die Holzspitzhacke. Einfach um die kaputt zu machen. Um Platz leer zu kriegen. Ja, irgendwo ist diese Spinne. Ich mag Spinnen überhaupt nicht. Naja. Auch die werden wir irgendwann finden. Der werden wir mit Sicherheit begegnen. Mal gucken, jetzt nehmen wir erstmal hier schön die Kohle mit. Und dann gucken wir mal weiter, ob es da hinten wirklich wieder rausgeht. Das ist ja schon recht cool. Das ist wahrscheinlich, sind wir einmal im Kreis gelaufen. So, die haben wir hinüber. Dann können wir jetzt mit denen weitermachen. Ah, dieses Viech. Das hört sich ganz fies an. Gleich mal gucken, wo die hockt. Bestimmt irgendwo da oben. Mal gucken, dass ich hier wieder ein bisschen was zumache jetzt erstmal. Dass wir da bequem rüberlaufen können. Dann würde ich sagen, hauen wir uns da mal durch und gucken, ob es da wirklich rausgeht. Und ob sich wo diese Spinne hockt. Also hier ist sie auf jeden Fall wesentlich näher.
Ja, also sie ist ganz nah. Uah, da ist sie. Ja, mit der Fackel hauen kann ich die nicht. Okay. Okay. Das ist ja fies. Ja. Okay, hier geht's zwar raus. Irgendwie. Halt, ich habe eine Schaufel. Oh, wo wir hier landen. Also hier ist auf jeden Fall Tageslicht. Aber da ist schon noch eine fiese Höhle. Das ist ja mal cool. Das ist ja mal richtig cool. Ich muss mal kurz gucken, wo wir hier rauskommen. Ja, sind wir ein Stückchen weiter, wie der andere Eingang. Das ist ja mal richtig nett. So, dann können wir hier jetzt mal noch die Kohle abbauen. Ist das schön draußen, das ist sicher. Hoffe ich. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Creepern ist. Ich hatte eigentlich bis jetzt auch immer das Glück, dass ich den tagsüber begegnet bin. Ich weiß aber gar nicht genau, ob die nur länger brauchen zum Verschwinden oder ob die auch tagsüber mal da sind. Da unten hatten wir jetzt erstmal alles soweit mitgenommen, ne? Jetzt da mal die Erde weg, dass wir da ein bisschen mehr Tageslicht haben. Na super, jetzt habe ich keine Schaufel mehr. Gut, dann lassen wir das erstmal. Das ist ja echt. Oh, das ist auch alles so dunkel und. Das ist ja schon übel. Okay, jetzt gehen wir dann erstmal hier weiter, würde ich sagen. Machen hier mal überall Licht. Und da. Und da Licht. Und da Licht. Ich muss sagen, ich finde das ja schon gemein, wenn dann die Viecher so auf den Kopf fallen. Aber im Moment höre ich gar nichts. Okay, hier laufen wir im Kreis. Hier waren wir schon auf jeden Fall. Da waren wir noch nicht. Da ist schon mal eine Fackel hin. Ah, genau, das war jetzt hier das noch, wo es nach unten geht. Gut, dann holen wir jetzt hier noch die Kohle. Die nehmen wir eben mit. Und dann gehen wir erstmal da nach unten. Sagen, statt wieder nach oben, das scheint ja alles so ineinander vernetzt zu sein. Gucken wir mal, wo wir da unten hinkommen. Einmal durchgeschlagen. So, das ist ganz schön viel Kohle. So. Die auch noch mit. Ja, einen Stein brauchen wir ja auch noch. Sollten wir auch immer mal ein bisschen was mitnehmen. Um dann unser Häuschen weiterzumachen. Unser. Naja, doch. Bis jetzt schon recht großes Haus, was das werden wird. So, ich pack die mal dahin. So. Was essen? Ja. Kann man eigentlich auch rohes Fleisch essen? Halt, jetzt ist mal gut. Genug gegessen. Okay, also das ist, glaube ich, nicht so wirklich toll, rohe Sachen zu essen. Bringt nicht so wirklich viel. Müssen wir mal gucken, wo wir uns dann hier unsere Basis einrichten. Dass wir uns da mal einen Ofen hinstellen und so Zeug halt. Gott, hier ist Kies, ohne Ende Kies. Und da unten, ja, waren wir ja schon. Zumindest sieht das so aus. Warum ist denn da noch so viel Kohle? Ach, das war, genau. Dann geht's wohl nur unten weiter. Nehme ich jetzt hier die Kohle auch noch mit. Brauchen demnächst auch wieder neue Fackeln. Von denen brauche ich ja immer ewig viele. Ich kann das einfach nicht leiden, wenn das so dunkel ist. So. Gucken. Da ist eine Uhr. Ich habe irgendwas gehört.
Auf jeden Fall haben wir hier auch Eisen. Einiges an Eisen. Das ist auch recht nett. Okay, ich höre ein Skelett. Glaube ich zumindest. Und ich höre Wasser. Da auch noch eine hin.